herzlich willkommen zurück zu Rocket League zusammen mit Matrix Pro. Hallöchen auch von mir, einen wunderschönen Montag, hoffe ich habt ihr gehabt. Und jetzt wird es mal ein bisschen lustiger, denn wir haben etwas Besonderes vor, ist es ja gar nicht, aber es wird lustig, garantiert. Genau, es gibt einen neuen Spielmodus bei Rocket League, den seht ihr bei mir jetzt, ich weiß nicht, ob ihr bei Matrix auch seht, aber bei mir rechts an der Seite, Break Shot Score, das Ganze nennt sich Drop Shot und das werden wir heute mal ausführlich spielen, würde ich sagen. Oh ja. wir haben das Ganze vor, einmal normal, wenn man das so nennen kann, zu spielen und einmal dann noch mit Rumble Items mit dazu. Auf jeden Fall, weil das Normale ist ja schon sehr lustig oder kann sehr lustig sein. Und mit Rumble, denke ich, wird es doch mal eine Ecke lustiger. Ja, definitiv. Sagen, ich werde mal eben das Spiel erstellen. Mach mal, aber diesmal bitte richtig. Hä, immer? Nicht, dass du mich wieder anmeckerst, warum bist du nicht da, warum bist du nicht da? So, wir gehen Team 2, würde ich sagen. Orange gegen Blau. Der Ball wird wie bei Basketball am Anfang hochgeworfen. Das halte ich für ein Gerücht. Oh, das war jetzt schon mal wie scheiße. Warum kickst du mich denn jetzt hier weg? Weil ich denke, man kann den Ball irgendwie so aufladen. Und das Ziel ist es halt, die Platten kaputt zu machen, damit der Ball dann da reinfallen kann. Des Gegners kaputt zu machen. So, jetzt ist hier schon was kaputt gegangen. Kannst du das mal unterlassen, bitte? Das ist gerade alles frisch verlegt hier. Ja, hallo, geh weg, haben geh weg. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu treffen. Es ist schon eine riesige Fläche. Oh, geh, lande, komm, mach kaputt, mach. Nein, so doch nicht. Die falsche Farbe. Ah ja, der Boost lädt sich übrigens von alleine auf. Jetzt mach, komm, treff. Hm, ja. Das war noch gerade so daneben. Oh Gott. Warum geht der bei dir immer, dass der so krass wird, weißt du? Ja, weißt du, ich mach dich krass. Das ist halt so. Und die krassesten Spieler machen auch den Ball krasser. Ach, guck mal. Ach, fuck. So, jetzt müssen wir nur irgendwie da noch so der auf. Ah, ah. Weg. Ich muss den, also ist es halt so, man macht die Platte einmal so ein bisschen kaputt und dann kann man die, wenn man ihn nochmal trifft, geht die ganz kaputt und dann kann der Ball da halt reinfallen. Und da, so, zum Beispiel, wie ihr hier seht jetzt, dann hat man halt ein Tor. Das Schöne ist aber, wenn der Gegner jetzt das Tor gemacht hat, dann verschwinden alle anderen bis dahin beschädigten Platten von dem Gegner seiner Seite. Mhm. Aber die auf der einen bleiben bestehen. Ja, genau. Das, also bei mir ist jetzt alles wieder normal und Matrix hat halt noch die, die ich kaputt gemacht habe. Und ich bin vergessen hier. Bin vergessen, genau. Ja klar, du bist richtig vergessen. Hab vergessen hier zu fliegen gerade am Anfang. Oh, oh, oh. Das ist nicht so schön. Man kann ja noch vom Glück reden, dass man da nicht selber in die Löcher reinfällt irgendwie, ne? Ja, das wäre, glaube ich, richtig schwierig da. Scheiße. Bitte? Au, was mache ich denn hier? Oh, als wenn. Oh, oh, oh. Geh in das Loch rein. Oh. Hier gibt's keine Löcher. Ist klar. Ernsthaft? Genau so muss das nämlich laufen, damit jemand die Platten kaputt macht daneben. So, Herr Mann, du machst den immer. Und rein damit. Hallo. Matrix hackt übrigens bei den Natürlich. Hier werden alle Löcher gestopft, ganz einfach. Das klingt falsch. Das klingt falsch. Ich weiß jetzt schon, dass wir beide irgendeinen total perversen Titel uns ausdenken werden. Nima O-O-Ols. Nima O-O-O. Guck mal, jetzt muss der doch mal reingehen. Als jetzt wenn! Guck mal, das ist so viel freie Fläche. Ich habe auch gerade sehr viel. Hallo, Scheiße. Guck mal. Oh, nein. Ja, das war jetzt ein Eigentor. Ich habe ja auch eigentlich nur noch ein Loch hier auf meiner Spielseite. Ja. Ich habe hier eigentlich nur noch ein Loch. Ja, natürlich. Ja, du hast das größere Loch gehabt. Okay. Ich glaube, wir müssen dann unsere ganze Stimme zensieren. Nice, wir sind richtig gut.
Das sieht von Weitem immer so geil aus. Nein, du berührst ihn. Och. Man kann ja auch so mit gezielten Ablenkungsmanövern des Gegners, also wenn man den jetzt so jetzt als Füller hier bekommt, einfach nochmal so berühren und den Gegner halt kurz vorm Berühren nochmal ein bisschen wegschubsen. Ist zwar nicht Gentleman-like, aber wir sind ja nicht beim Damengolf. Damengolf? Klar sind wir beim Damengolf. Ich dachte, das wäre Damengolf hier. Ach, willst du mich das eigentlich ärgern? Das war wohl das geilste Tor, was ich in meinem Leben jemals in diesen... Vor allem in diesen... so ein einzelnes rein, so. Ja. Das sag ich jetzt besser nicht. Doch, sag. Das klingt... Nee, umso enger die Löcher, umso besser halt. Das kann man jetzt natürlich aber sehr falsch verstehen. Was denken die Leute jetzt nur von uns? Du hast mich dazu genötigt, das zu sagen. Ich wollte es nicht sagen. Darf ich jetzt auch nochmal ein Tor, bitte, bitte? Nö. Schade eigentlich. Ich denke, mit Rumble wird das so richtig lustig. Ich glaube, da werden wir einfach beide sterben. Wie kann man denn da sterben? Hallo. Oh, hallo. Der ist jetzt richtig krass aufgeladen. Man kann ja den auch so richtig krass aufladen, so wie jetzt. Bitte komm auf, bitte komm auf. Und dann seht ihr, boom, es wird richtig fett was kaputt gemacht. Es gibt halt so drei Modi. Also einmal so gar nicht, so wie jetzt. Dann gibt es ein bisschen aufgeladen, so wie jetzt. Und dann kann man noch richtig fett aufladen. Es reicht halt auch nicht, dass der Ball einfach nur über das Spielfeld rollt. Er muss schon so ein bisschen aufdipschen. Deck. Bist ja schon wieder hier. Sag mal, hast du kein Zuhause? Nee. So, wir machen das. Wir machen das mal eben. Na. Aha, Bananenbrot. Mega Schaden, 60. Wobei, schade, ich noch nicht rausgefunden habe, wie sich das jetzt scheiße. Also an was sich der Ball jetzt auflädt, dass man den jetzt bestimmten Winkel treffen muss oder mit so einem Boost oder Anzahl oder ich weiß es halt eben nicht. Das war jetzt sehr kontraproduktiv gerade. Ja, meins auch. Das stört mich ja gerade nicht. Hallöchen. Ja, du hast gewonnen, würde ich sagen. Ja, noch habe ich ja kein viertes Tor gemacht. Hey, klar, du hast doch schon hier voll gewonnen. Oh, mach nochmal richtig. Nochmal mega Schaden, plus 95, ja, ist der Gewinner. Aber du bist auch die Gewinnerin, du bist die Gewinnerin der Herzen, so, das ist auch mal was. Oh, danke schön. So, wie muss ich das denn jetzt einstellen bei den Spieleinstellungen? Genauso wie bei den anderen Spielen auch, in den Einstellungen da. Wo du den Ball und das auch alles bestellen kannst, stellst du. Ach so, also gar kein Rumble, sondern... Ach doch, Rumble. Ja, Rumble. Ai. Leider kann man die Ballart nicht ändern. Voreingestellt oder was? Voreingestellt oder? Ich weiß nicht, was voreingestellt bedeutet in dem Fall. Ja, ich auch. Nimm einfach mal. Einfach mal testen. Nur Spikes wäre übrigens sehr unproduktiv hier. Ja. Nehmen wir mal voreingestellt. Keine Wobei Ahnung. Das natürlich aber auch geil wäre, vielleicht sogar. Wenn man nämlich den Ball gespiked hat. Gespiked? Auf dem Rücken hat, dass man praktisch. Nur mit einem Rückenklatscher auf dem Boden, praktisch wie so ein Slam Dunk oder beim Catchen irgendwas. Okay. Es lädt nicht die Zeit. Ah doch. Ach, ich bin ja blau. Wie, hast du getrunken? Ups, das war jetzt sehr blöd. Das ist voll mit Rumble. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen krasser. Oh, krasser, ey. War mal so im letzten Augenblick nämlich dann noch, je nach genau sowas zum Beispiel, ey. Einfach mal den Gegner wegtreten kann. Das ist schon gemein. Oder halt den im letzten Augenblick, wenn man gar nicht rankommt, aber trotzdem mit dem Boxhandschuh zum Beispiel noch den Ball wegkickt. Oi, hast du es gesehen? Du hast ein Eigentor gemacht. Wie habe ich das denn hingekriegt? Das ging so schnell, das hatte ich gar nicht gesehen. Das sah richtig krass aus. Was? Guck mal, ich hab dich weggetreten, oder? Und ich boxe noch ins Loch rein, natürlich! Das wird das Thumbnail. Was ist das jetzt Fisting, oder was? Das wird das Thumbnail.
Na was, warum? Face-Fisting wäre Boxen, ist doch ganz normal, ist auch nichts Schlimmes dabei, was ist da los? Aber wie man sehen kann, hat die Erdbeertante, wenn man so unfaire Mittel nutzen kann, gleich die besseren Karten. Das ist nämlich auch ihr Motto. Wie mein Motto? Was soll denn das jetzt bringen? Das ist ja, die Spikes, die bringen hier nicht wirklich was, wobei ich auch nicht wirklich guten Anlauf hatte. Ja, normalerweise sind die in Rumble ja richtig OP und das finde ich eigentlich ganz gut, dass du hier mal nicht so... Ja. Gehst du weg von meinem Loch? Was? Ich weiß nicht, warum du das immer gleich alles zweideutig siehst. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich gerade die Kontrolle verloren, hier wo ich lang muss. Oh, das ist definitiv der falsche Weg da. Bisschen. Bisschen. Ey. Hat sie mich eiskalt abserviert hier. Oh. Naja, fast. Oh Gott. Jetzt nochmal auf den Boden, Boden, Boden. Ja, genau so möchte ich das doch sehen. Jetzt kommt sie wieder hier mit ihrem Wirbelsturm. Ich bin Master auf der Wirbelsturm. Was soll denn das jetzt hier schon wieder? Nein! Oh, das geht wirklich! Geile Scheiße, wie geht das denn hier? Cool. Alter, das wird ein Slow-Mo, garantiert, ey. Und in der letzten Ecke nochmal so abgestriffen, ey. Viel so ein Action-Gangster-Film, wo man als Held mit dem Auto wegfährt, der Gangster am Fenster hängt und man an der Wand vorbeifährt. Hey! Ja, das war Trick 70. Und das war... Fail das, 17. Das war eine... Ja, Fail 17, ja genau. Hey! 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 Ach nee, das war was anderes. Lol. Ich habe. Und BÄM! Ach was, nur meine Farbe. Scheiße. Jetzt hab ich ja so blöd Turbo am Arsch. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ich habe ihn, glaube ich, noch eingefroren, wo er runtergefallen ist. Ja, das hat man da noch gesehen. Warte, das sieht man vielleicht gleich noch. Da. Nee, das hat man doch nicht gesehen. Doch, da, ja. Da unten. Da unten. Nice. Also die Runden. Ja, sehr schön. Sind mal was vollkommen anderes im Vergleich zu den. Das müssen wir öfter machen. Mit Rumble dann aber. Mal was ganz was anderes als. Das habe ich jetzt hier gemacht. Als diese normalen Ligaspiele. Die natürlich auch unheimlich viel Spaß machen, wenn man da nicht unbedingt auf. Richtig schlecht ist. Ja, nee, das meine ich nicht, weil man jetzt da unbedingt auf irgendwelche Punkte geil ist oder ansehen oder hast nicht gesehen halt. Hallöchen. Hi. Das hier ist echt reines Fun-Game und das ist auch ganz gut gemacht, wenn ich. Ja, das ist haben die echt eine gute Idee. Haben sie echt sehr gut umgesetzt und das Geilste ist, finde ich, das war ein geiler Stoß. Man könnte fast sagen, das sind die... Oh, hast Turbo? Bisschen. Tja, dafür, dass du mir Turbo gegeben hast, habe ich jetzt ein bisschen krasseren Schuss gemacht. Und es steht, oh, ich muss noch ein Tor irgendwie hinkriegen. Ist da nicht schon irgendwo ein Loch? Ja, da. Nein. Ah, daneben. Wie daneben? Oder war da noch gar keiner vorne? Da war doch überhaupt gar kein Loch. So. Ich finde das Loch gerade nicht wieder, das Problem. Ey! Macht sie mich hier voll kaputt! Hey! 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 Vicky! Hör mir mal zu! Das ist jetzt natürlich sehr blöd.
nicht mehr viel Zeit. What the fuck? Ja. Oh. Nein! Nein! Er ist doch schon am Fallen! Nein! Nice! Es war so knapp, es war so knapp, es hätte ein geiles Nachplay gegeben. Nachspiel gegeben. Nachspielzeit, wie auch immer, egal, ich bin voll von den Socken. Aber, das ist echt ein richtig geiler Game-Modus. Und, ich denke, das kann man auch mal öfters einbauen jetzt, finde ich. Wenn ihr das denn sehen wollt, könnt ihr mal in die Kommentare ballern vielleicht sogar, ob ihr da mehr von sehen wollt. Vielleicht noch andere Spielmodis. Man kann ja noch einiges an den Server-Einstellungen, sage ich jetzt mal, verstellen. Schneller Ball, langsamer Ball. Und hast du nicht gesehen? Leider kann man die Ballart an sich nicht verändern. Ich finde es noch geiler, wenn man damit Puck spielen könnte. Weil der ist so schön unberechenbar, das blöde Ding. Ja, das stimmt. Was ich übrigens vergessen habe am Anfang zu sagen war... Ich teste gerade ein neues Aufnahmeprogramm. Action heißt es. Und deswegen steht jetzt oben in der Mitte, genau da, wo die Punktzahl ist, richtig nervig, so Action, Trial, Version und so weiter. Also da braucht ihr, das könnt ihr ignorieren. Ich glaube aber, dass du das Overlay dir hättest aussuchen können, links, rechts, oben, unten. Nee. Das, Nick, kannst das, du da nicht? Das, dieses Trial-Gedöns, das ist in der Mitte, das Overlay okay. An sich ist oben links. Ach so, okay. Aber ja, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Aber egal. Man kann das Ende ja nach vorne schneiden. Die heutige Technik macht es ja möglich, dass man alles, was man praktisch in der Zukunft sagt, praktisch in die Vergangenheit bringt. Also. Ja. Irgendwie so. Weil das, was jetzt am Anfang war, ist ja unsere Vergangenheit. Und das jetzige für die später zugucken in die Zukunft. Also bringen wir die Zukunft in die Vergangenheit. Hörst du auch die Stimme in meinem Kopf? Nein. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, die Aufforderung immer noch an Bock auf ein Game. Leute, wir wollen mit euch, vielmehr gegen euch spielen. Genau. Wir wollen nämlich nicht nur einen Standard 2-2 spielen, wir wollen auch dieses lustige Spiel jetzt gegen euch 2-2. Ja, genau. Das muss einfach sein. Und ich denke, dass auf beiden Seiten, also in unserem Gameplay und auch in eurem Gameplay, die Kommentare einfach mal der Hammer werden, weil... wer Bock auf ein Game kennt, die hauen echt lustige Sachen raus. Wer uns kennt, wir hauen die lustigeren Sachen raus. Ja, natürlich. Mensch, wir müssen noch, hallo. Wir können es jetzt nicht selbst in die Pfanne hauen hier. Nein, also Bock auf ein Game, falls ihr das hier noch seht am Ende. Wir warten auf euch. Gib Gas. Ich bin nicht mehr ganz so jung. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich hopp's bald in die Kiste. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Oder lasst uns ein Abo da. Vollkommen kostenlos. Und eventuell sind wir demnächst auch wieder mal live on stream. Bei Matrix. Ja, mit der Erdbeer-Tante. Genau. Mit der würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet nicht so stressigen Montag. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns beide auf jeden Fall wissen. Matrix Pro findet ihr wie immer wieder in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.